Weil ich möchte noch ganz kurz ein bisschen bei dem Thema Marke bleiben, weil das finde ich das Interessante bei euch. Der Anspruch ist das eine, aber ihr habt es geschafft, da mit Frische Post eine richtig, in Anführungszeichen, coole Marke drumherum zu bauen. Und da würde mich so ein bisschen interessieren, wie das entstanden ist. Ich glaube, wir brennen alle total dafür, also im Team, und wir stehen halt wirklich für die Sache. Wir wollen halt wirklich was verändern im Lebensmitteleinzelhandel, der ja sehr, sehr zentral funktioniert. Wir sagen halt, hey, wir wollen diese zentralen Strukturen aufbrechen und dezentral und regionaler arbeiten und halt auch wieder bewussten Konsum in den Vordergrund stellen, ne? Also wir stellen halt immer wieder fest, so wirklich zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, in so einen Apfel zu beißen, der auch noch nachhaltig produziert wurde. Das tun die wenigsten oder hinterfragen die wenigsten gerade im Alltag. Und dafür stehen wir halt sehr stark und daran arbeiten wir halt sehr stark, dass wir halt die Erzeuger und alles, was dahinter steckt, halt in den Vordergrund stellen, dass wir sehr visionärisch arbeiten und halt nicht so irgendwie, ja, lass mal ein Startup gründen und in 10 Jahren verkaufen denken, sondern halt wirklich sehr visionärisch getrieben damit Frische Post an den Start gegangen sind. Und ich glaube, das spiegelt sich auch so ein bisschen in der Marke wider. Und wir waren halt auch eben nicht so, dass wir gesagt haben von Jahr 1 oder Jahr 2, komm schnell, expandieren, skalieren. Das wollen doch die Investoren sehen, sondern wir haben ganz bewusst gesagt, nee, wir bauen hier eine regionale Marke. Wir werden jetzt erstmal in Hamburg den Markt penetrieren und die tollsten Landwirte und Produzenten ausfindig machen und verschiedenste Kundengruppen auch erschließen, ne? Also da kam ja auch das B2B-Geschäft dann noch dazu und wirklich bis ins Detail verstehen, was wir da machen und diese Regionalität leben. Und jetzt auch die Art und Weise, wie wir expandieren, nämlich über dieses Lizenzmodell, über ein Partnerschaftsprogramm, das ist halt eben auch etwas, wo wir gesagt haben, das ermöglicht viel mehr, dass der Regionalitätscharakter in der Marke weiterlebt, als wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, wir steuern von Hamburg jetzt irgendwie alle verschiedenen Standorte und versuchen irgendwie dort die Erzeuger auch zu akquirieren. Und das ist ja nicht das, was wir mit Frische Post bewirken wollen. Ich glaube, das ist viel, was die Marke am Ende ausmacht, ne? Ja, also ich finde auch echt toll, und das Video, ich habe es jetzt schon mehrfach gesehen, und aber man merkt auch, wie du sozusagen extrem eloquent, frisch und schnell das Thema hier auch präsentierst. Jetzt für mich so ein bisschen die Frage, wenn ihr diese Marke, die ihr jetzt 5 Jahre aufgebaut habt, und die Systeme, wie stellt ihr jetzt sicher in der Expansion, dass sozusagen auch euer Anspruch, sowohl auf der Sortimentsseite natürlich, aber auch als der UX zum Kunden hin sozusagen, dass das also auf gleichem hohen Niveau bleibt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das ist ja das, wo wir jetzt auch die letzten 2 Jahre sehr hart dran gearbeitet haben. Es fängt natürlich an bei der Auswahl der einzelnen Gründer in den Standorten. Das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass wir da die richtigen Leute haben, die auch unsere Vision teilen und unsere Werte verstehen. Und da wurde auch jetzt schon sehr, sehr viel dran gearbeitet, die halt mit in Brand-Workshops reinzuholen, gemeinsam halt auch die Werte zu besprechen und so weiter und so fort, weil am Ende müssen die Gründer natürlich im ersten Schritt erstmal das alles verstehen und leben und auch damit, also da mitgehen, so, ne, und sagen, ja, das ist genau das, was ich auch richtig finde. Und dann gibt es natürlich diverse Nachhaltigkeitskriterien, die wir ausgearbeitet haben, was die Auswahl von Produzenten betrifft. Die findet man auch transparent auf unserer Webseite. Die sind natürlich für uns intern in einer Art digitalen Handbuch. Wir arbeiten damit Confluence. Sind die nochmal detaillierter ausgearbeitet, ne, was da genau zu beachten ist und zum Beispiel auch, was ist der Regionalitätsanteil, also wie viel Prozent des Sortiments muss regional sein, wie viel Prozent muss bio sein. All diese Sachen sind quasi runtergeschrieben und in Confluence quasi für alle Partner dokumentiert. Und das am Ende haben wir ja auch einen Lizenzvertrag, wo dann festgelegt ist, hey, die Frische Postwerte, die Philosophie, die Auswahlkriterien für die Produzenten, die Art und Weise, wie wir Kundenmanagement betreiben, das muss natürlich eingehalten werden. Und da haben wir auch Vetorechte auf den verschiedensten Ebenen, weil wir gesagt haben, nee, wir müssen halt in der Lage sein zu handeln, wenn ein Partnerbetrieb dann zum Beispiel ein Produkt mit Palmöl aufnimmt, wenn wir einmal entschieden haben, dass wir keine Palmölprodukte natürlich listen, ne? Also da ist ganz viel passiert in Sachen Dokumentation und Aufklärung und Transparenz für alle Beteiligten, und das gilt es jetzt halt auch zu leben.